Part 1 war der erste Gruppenspiel. Part 2 war das dritte Gruppenspiel. Das ist aber bei Part 5 angelangt. Und warum ist der jetzt nicht sterben? Für den Jahr seine zweite gelbe Karte geholt und ist für das nächste Spiel gesperrt. If I'm gonna get it, then I share it with the rest, please. If I'm gonna do it, then me, I gonna make it sexy. Misery, love, jealousy, and envy. Talking is deadly. If you wanna roll, then take my hand. Bird's eye view, when it's time to overstand. Wretch your floor to ceiling, we still see it when we land. Wear it on my sleeve, I was come on, das Halbfinale muss über den Wind sein. Ein Schritt noch, dann stehen wir das große Finale. Sexy and handsome. Vom allen Schritt noch. Das ist immer das große Finale. Halbfinale der EM 2024. Es ist spannend. Beide träumen vom Titel, aber die Hürde ist hier. Die Hürde ist, viele sagen, das hier, das hätte auch gut und gerne das Finale sein können. Was? Das hätte auch gut und gut das Finale sein können? Deutschland in Berlin oder wie? Okay. Hätte es gut sein können, das große Finale eigentlich hätte es sein können, aber naja, Deutschland in Berlin. Halbfinale bei der EM 2024. Jetzt muss eine Top-Leistung her, denn es steht so viel auf dem Spiel. Ich glaube, beide sind natürlich auch ein Stück nervös. Geht ja gar nicht anders. Klar, nach außen trittst du vor. Ich hoffe mal, dass ich halt auf. Aber in dir drin in das große Finale reinschaffe. Das ist eine schwierige Aufgabe. Okay. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. So. Marc-André ter Stegen. Aufstellung von Deutschland. Neben den Kai Gündogan in der Mitte und im Sturm brauchen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Und jetzt kommt die Aufstellung von Belgien. Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. So rein geht's hier am fünften Part, Leute. Schon. Rennen. 1-0! Konto schon ausgenutzt, aber wie? 1-0! Für Deutschland! Wie schnell ist das hier passiert? Nochmal die Wiederholung des Tors, zunächst die Flanke und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin. So wichtig. Komm schon! So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ah. Komm schon!
Da kommen sie im Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Ach, komm, komm, komm. Der Ball ist doch fast schon vorbeigeballt. Okay. Wenn das im Finale fallen hätte, Torleit, dann wird es gerade hier spannend bleiben. Mal gucken. Ich hätte doch das Finale feiern sollen eigentlich, aber es ist Halbfinale geworden. Muss eigentlich das richtige Finale feiern können. Eieiei. Oh je. Komm schon. So weiter gehen. Wir gehen nun also in Rückstand. Weiter geht's. Aurel Mangala. Komm schon. Da kommt der Film Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Eieieiei. Damit müssen wir jetzt aber die höchste Dichte. Damit müssen wir mit 3:1 eine verdiente Halbzeitpause-Führung erarbeiten. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann kommt dieser fast schon eine Minute nach dem Zeit. Sind rum. Der Schiedsrichter hat den Teil abgekippt. Rein jetzt in die zweite Halbzeit. Weiter geht's mit Rückgang 2 in diesem Spiel, in dem die Belgier hier deutlich hinliegen. Schon. Es wird gewechselt. Oh
fallen müsste reinblenden. Belgien will jetzt noch von der Verleihung rund hoffen, aber das ist schwierig. Die müssen noch zwei Dinge im Bock aufholen. Bakayoko. Jetzt Kastanje. Komm schon. Vielleicht geht was über die Bäume. Jetzt der Versuch. Ah! Jürgen! Fast das Tor hier. Oh je je. Jetzt der Vorstoß. Chance so. Ja, Glück ab. Glück ab. Da ist der Ball. Komm, hol den doch. Hier. Lauf! Und jetzt die Chance. Das bleibt erstmal bei der gefährlichen Keine gute Flanke, einfach zu halten. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Openda. Könnte was werden? Gefährlicher Pass. Komm schon! Die haben gut noch! Durchhalten! Das ist Juri Tielemans. Lässt sich nicht mehr mit dem Helden. Es gibt eine Wechsel. Ei. Sie geben noch Weg auf, das ist nicht zu übersehen. Gute Chance, aber kein Tor. Aber wenn Sie so weitermachen, ich glaube, da kann sich noch was tun. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Ballverlust Deutschland. Ei. Komm schon. Alter. Lässt Vorteil laufen, weil der Hilfe ab, Schiri! Gewonnen! Deutschland ist im Finale. Wir stehen im Finale. Von Nervosität kann ich spüren. Im eigenen Land ist wieder alles gestört. Im eigenen Land ist das Finale gestört. Was das jetzt ein Traumwunsch wird, das ist in Wirklichkeit im Real Life passiert. Naja. Das ist ja cool. Aber wer ist mein finale Gegner? Es ist Deutschland in Spanien. Okay. Aber erst zum nächsten Part, Leute.